Hallo Freunde, Nachtvideo, Sonderausgabe. Folgenlage. Amerika mit Frankreich und Great Britain haben diverse Kriegsschiffe im Raum um Syrien verteilt. Unser Mittelmeer, glaube ich, ist da voll. Flugzeugträger ist auch dabei. Russland hat auch ein paar Schiffe dort, aber im Moment steht das Verhältnis nicht gerade günstig für Russland. Die chinesische Flotte ist unterwegs, um Russland beizustehen, an seiner Seite zu stehen als Bündnispartner. Also, der ideale Zeitpunkt für NATO, USA, Syrien jetzt anzugreifen, ist jetzt. Jetzt, bis die chinesische Flotte da ist. Also ich gehe davon aus, bis morgen Abend ungefähr. Nach den Informationen, die ich jetzt habe, sind auch nicht alle hundertprozentig. Und wie sagte Eugen Dewamann auf dem Ostermarsch? Es ist Krieg! Es ist Krieg! Und ihm rannte fast eine Träne über die Wange. So wie mir jetzt. Diese Eliten scheinen offenbar nur eine Lebensform zu kennen, die sie verehren, die sie schützen und die hat offensichtlich ein Währungssymbol. Der ganze Rest interessiert nicht. Die Soldaten, die sich dafür haben kaufen lassen, dass sie so gegen andere Aggression, Gewalt und auch Tod bringen. Merkt ihr nicht, was so abläuft, meine Freunde? Wird es nicht langsam Zeit, die Waffen niederzulegen, bevor ihr helft, die ganze Welt ins Verderb zu stürzen? Klar, die Chancen stehen nicht schlecht, dass das ein lokaler syrischer Kampf jetzt wird. Aber vor allem doch, weil Russland und die USA sowas von wahrscheinlich sich in die Haare kommen. Dann sage ich euch eins. Die russischen Raketen werden nach Amerika durchdringen. Denn die sind nicht mehr abhaltbar von den. Diese neuen schnellen Raketen kann die USA auch mit dem Raketenschild in Polen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht abfangen. Und selbst wenn sie sie abfangen könnten, was würde dann passieren? Dann würde das Zeug also über Europa runterkommen. Polen, Deutschland. Was weiß ich. Wäre auch nicht gut und gesund für uns. Bitte. Ich appelliere jetzt nochmal an die Vernunft aller Menschen, aller Beteiligten. Gebt der Erde jetzt keinen Fußtritt, keinen endgültigen. Ihr vernichtet alles. Und wenn die satanischen Eliten unbedingt Armageddon wollen, spielt nicht mit. Wahrscheinlich werden diese satanischen Eliten auch mit dem Untergang von der USA rechnen. Alles möglich. Und die USA spielt mit, weil sie Befehlsempfänger offensichtlich ist für uns in diesen Kreisen. Und dieser einzige Wert dieser Leute, der hat ein Währungssymbol. Ganz offensichtlich. So, und dann möchte ich nochmal allen danken, die alles dran gesetzt haben, die Friedensbewegung kaputt zu machen. Die Antifa, wie solche Seiten wie Links unten und Friedensdemo Watch. Wenn es zum Konflikt kommt, zum atomaren Konflikt, dann seid euch sicher,
den überlebt ihr auch nicht. Ihr habt der ganzen Menschheit mit euren Aktivitäten einen Bärendienst geleistet. Ich hoffe, ihr freut euch noch bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde über das, was ihr Großartiges geleistet habt. Ihr habt mit an eurem eigenen Ende gebaut. Das habt ihr geschafft. So, Freunde, dann hoffe ich, dass die Vernunft irgendwie doch noch siegt. Dass es nicht so eskaliert, dass es wirklich nur ein riesen Säbelgerassel ist, was da jetzt gerade abläuft. Und letztendlich geht es dann nur darum, Syrien auszuplündern. Dort gibt's Öl. Hat schon mal gut geklappt, als der IS dort gewütet hat, wurde das Öl von der Türkei und Israel vermarktet. Alles wunderbar. Die Europäer hatten einen schönen niedrigen Benzinpreis zu der Zeit. Ist das nicht nett? Sagt euch, Leute, dieses billige Benzin aus dieser Zeit haben wir uns letztendlich sehr teuer erkauft. Und verhindert, bitte, alle, erhebt euch, dass dieses Spiel nicht mehr weitergespielt wird. Das könnte unser allerletztes Spiel sein. In diesem Sinne, meine Freunde, wünsche ich euch eine gute Nacht. Peace.